So, liebe Freunde, on the road again. Wir sind jetzt auf einem nicht öffentlichen Verkehrsgrund, wie uns dieses Schild eben angekündigt hat. Also nicht öffentlicher Verkehrsgrund heißt, ja, logischerweise, wir sind auf einem privaten Verkehrsgrund. Ne? Das wäre also mal zu recherchieren, wer denn der Herr von diesem privaten Verkehrsgrund sei. Ne? Wer ist der Großgrundbesitzer dieses privaten Grundes hier, ne, durch den wir jetzt gerade schreiten hier? Hier in Tabarz am 1. Januar des Jahres 2015. Es gibt ja diese Geschichte von den Schildbürgern, ne? Also wir sind ja auch so Schildbürger hier in Thüringen, ne? Und es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man sagt, also wir als Gemeinde Tabarz, wir sind zwar Eigentümer dieses Grundes, aber im Winter haben wir nicht so richtig Lust, diesen Weg hier grundlos freizuhalten. Ne? Also stellen wir auf so ein Schild auf, ne? Hier ist kein öffentlicher Grund, also da müssen wir jetzt auch nicht streuen oder irgendwie den Weg freihalten, ne? Sondern wir überlassen diesen Grund mal sich selbst. Ne? Das wäre ja eine Überlegung. Also in zwei so Schilder zu investieren, am Anfang und am Ende dieses Weges, ist auf jeden Fall kostengünstiger, als hier einen kostenintensiven Winterdienst vorzuhalten, ne? Für diesen Weg durch den Grund. So völlig grundlos im Winter halt. Ne? Ja, im Hintergrund sehen wir ein Heim auf dem Berg, ein Heim, das war mal ein Ferienheim der Zollverwaltung, als es noch diese ominöse, niedliche, kleine Deutsche Demokratische Republik gab. Da hatte der Zoll hier also sein Heim und dann wollte der das also nicht mehr haben. Und da ist jetzt seit einiger Zeit ist da also eine Klinik drin, also eine Reha-Klinik, spezialisiert auch besonders auf Krebspatienten. Ja. Die das einfach recht gut machen, eigentlich das Heim betreiben, aber sie haben ein Problem, ne? Es werden einfach immer weniger Patienten, ne? Obwohl die Krebserkrankungen wohl laut Statistik zunehmen. Also die Anzahl der Patienten lässt nach und das ist also die Auslastung des Heimes, erreicht halt irgendwann mal so eine Schmerzgrenze, ne? Warum so, also, aber irgendwann rechnet sich das einfach nicht mehr. Ne? Also das kann man natürlich sagen, liebe Krebskranke, also wenn ihr irgendwann mal so ein Heim braucht, ne, für eure Reha-Kur, dann kommt ihr nach Tabarz. Da wird euch geholfen, wieder zurück ins Leben zu finden, vor allen Dingen mental. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, die Übung, sich mental zurück zu beamen. Ja. Und dann sind halt auch die ganzen Krankenkassen, ne, die sich um diese kränkelnden Menschen kümmern, auch noch davon begeistern. Die sagen, ah, das Tabarz ist schon irgendwie cool, ne? Das ist auch kostengünstig, ne? Vielleicht nicht so teuer wie die anderen. Ne? Und schickt mal einfach mal die Leute hierher, ne? Da sparen wir wieder Geld ein. Ne? Ja, das wäre so eine Überlegung jetzt am 1. Januar des Jahres 2015, ne? Den Krankenkassen in Deutschland nahezulegen, schickt eure kranken Reha-Kundinnen und Kunden nach so einer Chemotherapie oder ähnlicher Therapie halt hier nach Tabarz, ne? zum Genesen. Schönes neues Jahr. Ja, wir wünschen uns ja immer dieses gesunde neue Jahr. Ne? Also das Jahr ist schon gesund, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ne? Aber wir wünschen natürlich uns und unseren lieben Mitmenschen Gesundheit. Ne? Das ist das, was wir damit meinen, wenn wir sagen gesundes neues Jahr. Ne?